Hey liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Verratet mir mal was in die Kommentare. Wer von euch mag Einhörner? Ich liebe Einhörner. Ja, Lotta, ich weiß, dass du Einhörner liebst, aber ich wollte mal von unseren Zuschauern erfahren, ob ihr da draußen Einhörner genauso wie Lotta liebt. Ich liebe Einhörner mehr als unsere Zuschauer und Regenbogen mag ich auch. Ja, Lotta, spielt doch keine Rolle, wer Einhörner mehr mag. Schließlich mögen wir sie alle und deshalb sind wir ein Team. Ein Team? Ja, ein Team. Team Einhorn, Team Tobi Lotta, Team Regenbogen. Ja, Lotta, genau. Es ist doch viel schöner, alle miteinander im selben Boot zu sein, statt gegeneinander, oder? Ja, Tobi, das stimmt. Einhörner, Liebe und Regenbogen, das mag ich alles total gerne. Das ist doch schön, liebe Lotta. Falls auch ihr da draußen Einhörner, Regenbogen oder Tobi Lotta liebt, dann lasst es mir mit einem Hashtag wissen. Und zwar schreibt in die Kommentare Hashtag Team Tobi Lotta, falls ihr Tobi Lotta mögt. Oder schreibt Hashtag Einhorn, falls ihr Einhörner mögt. Oder Hashtag Regenbogen, falls ihr Regenbogen lieber mögt. Lasst es mich wissen, liebe Bastelfreunde. So, genug gelabert für heute. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr eine Einhorn-Geschenktüte machen könnt, die ihr an Weihnachten, an Geburtstagen, an Ostern, wann auch immer, euren Liebsten schenken könnt. Also natürlich müsst ihr sie zuerst befüllen und dann könnt ihr sie euren Liebsten schenken. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Bleibt auf jeden Fall dran. Daumen hoch, falls euch dieses Video gefällt. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Na dann sage ich, los geht's! Einhörner sind im Moment total im Trend und deshalb werden wir heute eine Einhorntüte basteln. Ich persönlich mag Einhörner auch ganz gerne, ich finde sie total süß, sie haben irgendwas Magisches an sich und sie sind total schön bunt. Falls auch ihr Team Einhorn seid, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt wird gebastelt. Los geht's! Um eine Einhorn-Geschenktüte basteln zu können, braucht ihr eine Papiertüte, die ihr zuvor weiß angestrichen habt. Und falls ihr eine weiße Tüte zu Hause rumliegen habt, umso besser. Dann braucht ihr Krepppapierstreifen in den typischen Einhornfarben. Ihr könnt natürlich die Farben nehmen, die euch am besten gefallen. Dann braucht ihr ein paar Fasermaler in rosa, pink oder eurer Lieblingsfarbe, eine Schere, Klebestick, Gold, Silber oder Regenbogenpappe. Je nachdem, was ihr zu Hause rumliegen habt. Dann braucht ihr ein paar Wackelaugen, Druckerpapier und Geschenkband in eurer Lieblingsfarbe. Ich habe mich für goldiges Geschenkband entschieden. Das passt doch gut zu unserem Einhorn, oder? Ach ja, fast vergessen. Und dann braucht ihr noch was. Und zwar magische Einhorn-Inspiration und Motivation. Aber das habt ihr wahrscheinlich sowieso. Los geht's! Als erstes werdet ihr den oberen Teil der Tüte einmal bis circa zur Hälfte falten, gut andrücken. Dann werdet ihr aus den Krepppapierstreifen etwas kleinere Streifen schneiden. Ihr könnt wie gesagt die Farben nehmen, die euch am besten gefallen. Ich denke rosa, pink, rot und gelb passen da super zu unserem Einhorn. Und falls ihr euch jetzt fragt, woher ich diese Mini-Krepppapierstreifen her habe, die Antwort ist ganz einfach. Ich habe eine große Rolle von allen Farben gekauft und schneide mir einfach das ab, was ich gerade zum Basteln brauche. Als nächstes werdet ihr die soeben ausgeschnittenen Mini-Krepppapierstreifen an der oberen Kante ankleben. Einmal, zweimal, dreimal. Und viermal. Ich glaube, unser Einhorn würde sich jetzt über seine neue Frisur freuen, gell? Wenn das Ganze trocken ist, könnt ihr auch schon die selbstklebenden Wackelaugen anbringen. Und falls ihr keine selbstklebenden Wackelaugen habt, kein Problem, ihr könnt sie ja mit Klebestick ankleben. Aus der Gold-, Silber- oder Regenbogenpappe, je nachdem, was ihr gerade benutzt, werdet ihr nun das Prachtstück des Einhorns ausschneiden, nämlich das Horn. Da muss ich mir ganz besonders viel Mühe geben, denn ansonsten hätte mein Einhorn, glaube ich, nicht so Freude. Voila! Dreht die Tüte einmal um,
Nehmt das Hörnchen und klebt es auf der Rückseite eurer Tüte fest. Das geht ganz einfach mit Klebestick und falls ihr keinen Kleber zu Hause rumliegen habt, dann habe ich für euch ein tolles Rezept in der Infobox gepackt, wie ihr Kleber ganz einfach selber machen könnt. Aus dem Druckerpapier schneidet ihr euch einmal einen ovalen Kreis aus, so wie ich das hier gerade mache. Das restliche Papier braucht ihr auch nicht wegschmeißen, denn daraus werden wir nun die Ohren des Einhorns ausschneiden. Und das geht ganz einfach, indem ihr das Druckerpapier einfach einmal zur Hälfte faltet, ein Ohr ausschneidet und wenn ihr es dann aufklappt und einmal zur Mitte abschneidet, dann habt ihr auch gleich zwei Ohren. Toll, oder? Klebt dann die ausgeschnittenen Teile einfach an der Tüte an. Also den ovalen Kreis klebt ihr an der Tütenöffnung und die Ohren auf der Rückseite der Tüte. Einmal rechts und einmal links. Übrigens, ich, Einhorn und Lotta würden uns auf jeden Fall freuen, falls ihr von Tobi Lotta euren Freunden weitererzählt, uns einen Daumen nach oben gibt und unser Kanal abonniert. Bleibt auf jeden Fall gespannt, denn bei Tobi Lotta werden noch so einige Überraschungen auf euch zukommen und mit diesen Überraschungen zusammen natürlich auch viele weitere Verlosungen, also unbedingt dranbleiben. So, und last but not least werden noch die Gesichtsteile mit den Fasermalen eingezeichnet. Lasst eure Kreativität freien Lauf, ihr könnt ja euer Einhorn auch mit Glitzer dekorieren oder sonst noch verzieren. Falls euch diese Idee gefallen hat, dann zeigt es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Empfehlt Tobi Lotta euren Freunden weiter und abonnieren nicht vergessen. Juhu! Wuhu! Ein Einhorn! So schön hast du das gebastelt, Tobi! Haha, Lotta freut sich und Claudi freut sich auch. Wenn sich Claudi freut, dann macht er immer ganz viele Regenbogen. Hashtag Regenbogen, falls ihr Regenbogen genauso liebt. Hashtag Einhorn, falls ihr Einhörner genauso liebt. Aber genug Hashtag, ich habe noch ein paar Süßigkeiten mitgenommen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euren Einhorn mit Süßigkeiten befüllen. Und das geht natürlich ganz einfach. Ihr braucht das Stückchen Papier oder die Tüte, die Papiertüte, einfach ein bisschen aufzuklappen, Süßigkeiten reinzufüllen. So. Dann könnt ihr die Tüte wieder zumachen, so. Und da ist er dann, euer Einhorn. Dann braucht ihr den Mund, nämlich diesen Teil hier, einfach mit ein bisschen Kleber zuzumachen. Und dann habt ihr auch eine schöne Einhorn-Geschenktüte. Und die eignet sich natürlich in jeder Jahreszeit. Also ihr könnt sie immer wieder benutzen. Ganz egal, ob für Geburtstage oder für Weihnachten, für Ostern. Wann auch immer ihr jemandem etwas Tolles schenken wollt, dann könnt ihr diese Einhorn-Geschenktüte nachbasteln. Ich hoffe, euch da draußen hat diese Bastelidee gut gefallen. Falls ja, dann zeigt es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonnieren nicht vergessen. Na dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Einhörnchen, sagst du auch noch Tschüss? Tschüss. Tschüss, mein lieber Bastelfreund. Bist du auch das nächste Mal wieder dabei? Mich wird's mega freuen. Bis bald. Falls du Lust auf weitere Bastelideen hast, dann schau dich doch einfach auf meinem YouTube-Kanal um oder schau auf meiner Homepage www.tobilotta.ch vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall auf einen Besuch freuen. Na dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.